Nicolas auf dem Weg zu seiner Arbeit. Seit er 16 ist, lebt, überlebt er auf der Straße. Das sind jetzt 4 Jahre. In der Pariser Bahn bittet er die Fahrgäste um eine Hilfe. Für sich und seine kleine Kollegin Bella. 15 Minuten später. Hier ein bisschen was zu essen, das sind so kleine Teilchen. Ein ganzes Päckchen Zigaretten, das kommt wirklich selten vor. Die Menschen reagieren nicht abweisend, eher dezent, freundlich, aber solidarisch. Frage an die Mitreisenden. Ist der bettelnde Nicolas eine Ausnahme oder typisch für Frankreich? Es gibt viele Obdachlose. Das ist typisch französisch. Sie sind überall. Nein, nein, es gibt viele. Er ist keine Ausnahme. Wenn man keine Wohnung hat, findet man keine Arbeit und umgekehrt. Das ist ein Teufelskreis. Wird sich diese Situation nach der Wahl ändern? Nach den Wahlen? Nein, also meiner Meinung nach, unter Macron und Le Pen wird sich daran nichts ändern. Die Schule hat Nicolas in der 10. abgebrochen. Mit seiner Familie möchte er nichts mehr zu tun haben. Zum Warum sagt er nur so viel. Mein Vater hat Arbeit und ein Haus, meine Mutter auch. Aber sie wollen ihnen nicht helfen? Nein. Wir haben ein besonderes Problem, sie und ich. 30 Euro kostet der Quadratmeter im Schnitt in Paris. Sobald Nicolas irgendwo gratis ins Netz kommt, bewirbt er sich. Die Arbeitgeber verlangen Berufserfahrung. Er kennt nur Gelegenheitsjobs. Schwierig. Denn ohne Job keine Wohnung. Ich wäre gerne an einem Ort, wo ich reingehe, mich auf ein Sofa setzen kann und einfach weiß, es ist vorbei, es ist gut, ich bin nicht mehr in Gefahr. Keiner wird mich angreifen, keiner wird mich stören. Früher, als ich auf der Straße anfing, da gab es kaum jugendliche Obdachlose und jetzt werden es immer mehr. Nicolas führt uns in einen Park zu anderen obdachlosen Jugendlichen. Er sagt, es seien viele, zu jeder Jahreszeit, und sie schlafen in Zelten. Allein in Paris sollen etwa 15.000 Menschen auf der Straße leben, etliche davon jugendlich. Haben Sie die Hoffnung, dass sich mit der Wahl etwas für Sie verändert? Mit der zweiten Runde? Nein, nichts wird sich ändern. Nichts? Nichts. Die Nacht kommt langsam. Er muss sich um seinen Schlafplatz kümmern. Vor dem Sozialamt einer Kleinstadt pfeift der Wind zwar ordentlich, aber dafür gibt es ein Dach. Seit März ist er öfter hier, mit Hund und Hängematte. Die Leute in meinem Alter fragen sich nicht, ob, sondern wo sie essen gehen werden. Und ich frage mich, werde ich überhaupt irgendetwas heute essen? Ich frage mich, wo ich schlafen werde. Ob ich angegriffen werde. Das ist Stress, der ist nicht gut. Bella, treue Seele, 4 Beine, sorgt für seine Wärme und seine Sicherheit. Und dann möchte er den deutschen Zuschauern gerne direkt etwas sagen. Wenn Sie wollen, dass sich die Welt ändert, dass es keine Armut mehr gibt, sondern Frieden herrscht, die Liebe regiert und alle gleich sind, dann darf man nicht auf den Staat warten. Dann muss man selbst etwas tun. Auf seine Chance hofft Nicolas ganz fest. An das politische System glaubt er nicht.